Wieder einmal eine Krabbenspinne. Sie ist sehr klein, deshalb war dieses Bild etwas grob. Ja. Wir haben da mit dem vollen Software-Zoom gearbeitet. Und das ist sie. Sie ist auf der Jagd nach Fliegen. Sie ist nicht besonders intelligent, weil sie ist braun und die Blume ist weiß. Und sie ist sehr klein, also etwa 5 mm oder so, weil die Fliege hier ist auch nur etwa 7, 8. Ja, in etwa. Ja. Ich hab den Eindruck, sie überschätzt sich ein bisschen. Ja, gewaltig. He. Das Ego ist extrem. Nicht erwischt. Sie hat es versucht. Und sie hat sich noch mit einem Bein festgehalten. He? Ja, ja. Aber sie gibt nicht auf. Ja, der Hunger wird sie treiben. Ja. Also ich habe da sicher eine halbe Stunde lang gefilmt, in der Hoffnung, dass sie irgendetwas fängt, aber am Schluss wurde es mir zu langweilig, den Akku zu leeren für einen erfolglosen Jäger, oder? Ich denke, die Fliegen, die haben Freude. Ja. Das sieht man selten, so zwei Zikaden nebeneinander. Verschiedene Arten. Ja, und es geht uns eigentlich um die kleine Gelbe dort, die gemeine Säckenzirpe. Und die vordere ist eine Schaumzikade. Irgendeine Schaumzikade, ja. Ja, und wo ist sie jetzt? Jetzt musst du suchen. Hier. Sie sind eben sehr klein, 4 bis 5 mm. Und sie möchte auf YouTube, also sie hat sich präsentiert, aber die Mimik war nicht besonders gut, oder? Nein, überhaupt nicht. Nein. Also sie schaut da irgendwie so fast ein wenig störrisch. Mhm. Sie winkt auch nicht, wie die anderen Zikaden. Ja. Sie schaut nur in den Fotoapparat, in die Linse. Was sie eigentlich nicht sollte, gute Schauspieler machen das nicht. Schon wieder, oder? Mhm. Sie stellt sich hin und will unbedingt auf YouTube und schaut sehr genau hin, ob wir sie filmen. Vielleicht ist sie neugierig. Sie hat sehr zarte Fühler vorne. Ja, ja, und ziemlich lange. Ja. So, unser nächster Schauspieler, die Rohrdommel. Das war wirklich ein Zufall, dass wir den erwischt haben. Und sie leben im Schilf. Und bei uns sind sie einfach regelmäßige Wintergäste. Vorzugsweise an den Seen anzutreffen. Ja, das war am Neuenburger See. Ja. Ja, und dieser hat mir sehr gut gefallen. YouTube, was denkst du? Wir machen Filme für YouTube. Wenn du dich gut präsentierst, kannst du auf dem roten Teppich in den Saal marschieren, zuvorderst sitzen. Ja, das hat ihn motiviert jetzt. Ja, ja, er hat sich gezeigt. Es ist eine... eine hellbraune Glasflügelwanze. Eine schöne, schlanke Wanze.
klein, circa 7 mm lang und ist in Europa weit verbreitet. Ja, ich habe gelesen noch, sie haben gerne warm, weil sie leben auch in den Tropen, fast überall in den Tropen und den Subtropen. Also Südamerika. Ja, das war nicht genau bezeichnet, einfach Tropen und Subtropen. Mhm. Was hat sie am Hinterteil hier? Das sieht aus wie ein Eiballen, ne? Könnte sein, ja. Aber das haben wir zu wenig verfolgt. Und hier selbstverständlich bei der Paarung, das Weibchen ist etwas größer, aber sonst sieht es eigentlich genau gleich aus. Ja, ja, man sieht keine Unterschiede, also wenigstens wir nicht. Auch hier wieder mit den Füßen wird getätschelt. Man hat den Eindruck, sie will aufhören. Ja, aber ich denke, sie motiviert. Das kann auch sein. Dass sie das fühlen überhaupt, das Tätscheln. Sie brauchen da ja Rezeptoren und das ist eigentlich ein Panzer, den sie da haben. Also sie müssten ja im Panzer irgendwie Rezeptoren haben, damit sie den Druck fühlen, oder? Das Tätscheln fühlen. Ja, das haben sie vielleicht. Ja, ist eigentlich erstaunlich, dass sie druckempfindlich sind. Also sie tätschelt ihn sehr liebevoll, habe ich den Eindruck. Mhm. Und werkeln. Wie groß sind sie? Okay. Etwa 7 mm. 7 mm. Das ist eine Säublume. Ein Löwenzahn, ja. Ja, ein Verblüter. Ja, und hier zwei tolle Flieger. Ein schönes Bild. Ja, hier haben sie ein Date auf Weidenblüten. Aber normalerweise treffen sie sich auf dem Kuhfladen. Ja, oder? Genau, ja. Das ja. Ist ihre Dating-Plattform. Genau. Und wenn es dann funktioniert, dann fliegen sie in die Wiese. Also wenn das Weibchen einverstanden ist. Ja, wenn es klappt, ja. Ja, dann fliegt es dem Männchen hinterher. Ja. Ins Gras. Genau. Und sie sind ziemlich unterschiedlich, die Weibchen und die Männchen. Vom Aussehen her. Ja, das ist das Männchen, ja. Ja. Man sieht es gut auch an der Stellung, oder? Ja, und sie haben viel mehr Haare als die Weibchen, ist mir aufgefallen. Na, er erwartet etwas. Das ist die Dame. Und so haben sie sich in der Wiese gefunden. Genau. Das war an einem Samstagnachmittag. Kannst du dich noch erinnern? Ja, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Sie waren etwa 2,20 Meter hoch und ich habe mir lange überlegt, ob ich das Stativ überhaupt auf diese Höhe einstellen soll. Okay. Weil ich befürchtete, wenn ich das Stativ so hoch habe, sind sie weg. Aber sie haben da beide ganz friedlich eine ruhige Kugel geschoben. Also, es hat funktioniert. Ja.
und gemütlich, also gemächlich. Mhm. Und nach der Paarung, dann fliegen sie zurück in den Kuhfladen und das Weibchen legt dann die Eier. Und das Männchen überwacht sie anscheinend sogar. Beim Eierlegen? Ja. Und ihre Larven, die fressen dann andere Larven von anderen Fliegen. Jetzt weiß ich nicht, sind das Nützlinge oder Schädlinge? Ich denke Nützlinge. Oder einfach Schmarotzer. Auf jeden Fall hübsch. Und tolle Aufnahme, oder? Ja. Habe ich den Namen gesagt? Die gelbe Domfliege? Ja. Keine Ahnung. Das wär's. Bis später. Bis dann.